Damit kommen wir jetzt zu etwas sehr Spannendem, was uns Verena Thies, die steht da hinten schon, und der Michael Reichert vorstellen wollen. Und zwar den Call for Podcast, einen Podcast-Wettbewerb, der vom BR gestartet wird, just in diesen Augenblicken sozusagen. Und dazu bitte ich euch schon mal auf die Bühne. Und Michael ist in der Abteilung Hörfunk und dort Leiter Digitales Radio, Radio der Zukunft. Verena kommt von BR Next und betreuen dort Innovationsprojekte aus dem gesamten Haus sozusagen und haben sich dieses Call for Podcast innerhalb dieses Innovationsprojektes ausgedacht, werden euch das vorstellen und es gibt tolle Sachen zu gewinnen und tolle Möglichkeiten. Ja, servus. Guten Morgen. Vielen Dank, dass wir hier kurz sprechen dürfen und das Projekt vorstellen dürfen. Also mein Name ist Verena Thies und BR Next ist nicht mehr ganz richtig. Wir wurden umbenannt vor ein paar Wochen und mein Referat heißt jetzt Digitale Entwicklungen und Social Media. Ja, DESM nennen wir es nur noch. Es ist uns einfach zu lang. Genau. Michael, sag doch du nochmal. Ja, Michael Reichert. Ich arbeite in der Hörfunkdirektion und mein Gebiet wurde neu benannt, nicht umbenannt. Das gab es vorher gar nicht in der Form. Das Thema ist Radio der Zukunft. Das klingt ganz toll. Aber ich weiß es auch nicht, wo es hinläuft. Ich kann nur helfen, es zu entwickeln. Und dazu gehört auch noch das Thema Digitalradio. Also alles, was so in die Richtung geht. Wie machen wir Radio in der Zukunft? Was machen wir künftig neu? Was machen wir nicht mehr? Was machen wir vielleicht anders? Das ist so mein Themengebiet. Genau, und was wir euch heute vorstellen möchten, kann ich tatsächlich mit Fug und Recht als exklusiv bezeichnen. Das ist ja ein Wort, was total oft benutzt wird und die Marketing-Menschen lieben exklusiv. Meistens ist es Quatsch. Insofern heute stimmt exklusiv, weil der Call for Podcast wirklich erst gestern mit heißer Nadel fertig gestrickt wurde, also sprich softwareseitig. Die Seite ist ja wirklich so kurz vor knapp fertig geworden, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen zu spät. Wir wollten am Freitag raus, das hat nicht ganz geklappt. Ihr seid heute die Ersten, denen wir davon erzählen. Die Seite ist online, callforpodcast.de heißt die. Und am Dienstag geht erst die Pressemitteilung raus. Also ihr seid jetzt wirklich die Ersten, die davon hören. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute hier vorstellen dürfen. Die Idee dazu ist entstanden eigentlich Anfang des Jahres, als unser Team noch BR Next hieß. Da haben wir einmal im Monat einen Tag gemacht, einen kompletten Tag, wo wir über Innovationen gesprochen haben, was wir gerne machen würden, wo wir Innovationsfelder für uns sehen. Und da ist tatsächlich das Thema Podcast immer wieder aufgeploppt. Die Idee, genau genommen ist die Idee sogar entstanden hier um die Ecke in der Sitzgruppe. Und mit dem Hintergrund, Mensch, ja, lass mal zusammensitzen, so wie das eben läuft. Tasse Kaffee und lass mal schauen, wir müssen uns was überlegen. Genau, Podcast, Innovation, könnte man jetzt irgendwie sagen, ja, also das ist jetzt nicht so neu eigentlich. Auf der anderen Seite ist es aber sehr wohl neu, wenn man es einbettet in ein größeres Themenfeld. Das nennt sich bei uns Web-Only. Wir kommen ja aus dem Linearen und einer unserer großen Hustle ist natürlich, uns zu digitalisieren und vom Linearen tatsächlich Produkte zu entwickeln. Und das ist auch eine der Hauptaufgaben meiner Abteilung, die nur digital funktionieren und die gesellschafts- und wettbewerbsfähig bleiben. Ja, und es ist im Grunde genommen, steckt aus meiner Sicht auch noch dahinter, wir müssen mal was anderes machen als Podcasts produzieren, bei denen wir Sendungen, die wir senden, Anfang, Ende schneiden und ins Netz stellen. Das kann es nicht mehr sein. Das ist eine Riesenanzahl. Ja. Ja. Gar nicht so einfach, das manchmal in vielen Häusern zu kommunizieren, aber das kann es nicht sein. Man darf eines nicht vergessen, es läuft super gut. Also wir haben viele Millionen Abrufe, das muss man wirklich sagen. Aber wenn man das mal mit dem Label Zukunft und eben bei mir dann eben Radio der Zukunft oder Radio-Content der Zukunft betrachtet, dann brauchen wir andere Workflows. Und wenn wir gucken, was um uns rum passiert, dann sehen wir ja, dass auch andere Workflows funktionieren. Also wir müssen daran und wir wollen daran und deswegen haben wir uns daran gewagt. So ist es. Workflows ist ein riesengroßes Thema und bis in einem großen Haus wie zum Beispiel dem BR ein Workflow etabliert
wird und eine Struktur verändert wird, das kann dauern. Und eine Möglichkeit, sowas abzukürzen oder vielleicht einfach auch mal ein bisschen von der Seite rein anzupieksen, ist zum Beispiel jetzt eine Ausschreibung. Und wir haben deshalb uns dazu entschlossen, dass wir rausgehen aus dem Haus und dass wir diesen Wettbewerb starten und eben draußen nach neuen Formaten und neuen Ideen und neuen Konzepten suchen und tatsächlich in die Community gehen und ja, nicht bei uns in unserem schönen Funkhaus in irgendeinem Sitzungszimmer einige Tage überlegen, was wir für tolle Ideen entwickeln können für Podcasts. Also das ist jetzt der Schritt, wo wir rausgehen und wir starten. Wir sind jetzt gestartet, wir sind online. Man kann auf unserer Seite ganz kurz mal, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon auf euren Handys hängt, ist die Seite online? Kann mir jemand sagen, ob es klappt? Dankeschön. Danke. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das ist Gutes, was wir tun und dass wir in die Community gegangen sind. Ja, deswegen in die Community, der Schritt nach draußen. Der Schritt nach draußen, das ist tatsächlich ganz zentral, dass wir sehr offen nach draußen gehen. Wir haben keine Einschränkung hinsichtlich, wir suchen Formate in dieser Richtung oder wir suchen Formate in dieser Richtung. Wir haben keine Altersbeschränkung, außer nach unten natürlich. Wir würden uns freuen, wenn die Konzepte, die da reinkommen, extrem vielseitig sind, mutig sind. Wir freuen uns, wenn da Ideen kommen, die so anders sind, dass wir sie vielleicht im ersten Moment gar nicht verstehen. Es wird so laufen, die Konzepte, die ihr einsenden könnt oder die einsenden, da ist es jetzt, ich sehe es gerade. Wir haben uns dazu entschlossen, es so offen zu formulieren, dass wir sowohl die Podcaster ansprechen, die bereits Macher sind, als auch Menschen, die schon immer einen Podcast machen wollten, sich aber noch nie getraut haben. Das heißt, Einreichungsmöglichkeit ist zum einen schriftlich. Ihr könnt mal runterscrollen. Kann mal jemand scrollen? Genau. Also, genau, das ist hier unser, das ist der Wettbewerb, das lest ihr einfach selber durch. Genau, hier unten ist relativ barrierefrei die Möglichkeit, irgendwie sich anzumelden und dann einfach entweder was Vorproduziertes, eine MP3 hochzuladen oder eine Seite Text. Genau. Kein großer Hassel. Ein Wort zum Thema Jury. Da haben wir uns dazu entschlossen, es gab viele Diskussionen zu dem Thema, wir haben uns dazu entschlossen, kein Publikumsvoting zu machen, weil wir das schon sehr oft gemacht haben im BR. Ich war viele Jahre bei Puls, bei der Jugendwelle, und da haben wir festgestellt, bei Publikumsvotings hast du am Ende nie den Gewinner, der es verdient hat, sondern immer nur den, der die meisten Freunde hat. Und es gibt immer ein paar Nasen, die versuchen, das zu knacken und zu missbrauchen. Und dann sind wir auf eine andere Idee gekommen, und zwar die Idee einer Crowd-Jury. Michael, magst du ganz kurz erzählen? Im Kern ist alles gesagt. Wir wollten es auf eine größere Basis bringen und vor allen Dingen, ich sag's mal ganz persönlich, uns nicht dem Vorwurf aussetzen, ihr habt doch da 7 Leute gecastet und wisst doch von vornherein schon, was da rauskommt. Das halte ich für den entscheidenden Punkt. Und damit, ich wollte einfach auch nicht, dass wir angreifbar sind. Und dass wir trotzdem was machen, was Hand und Fuß hat. Deswegen schon Experten, aber eben nicht beeinflussen können. Das war uns ganz wichtig. Genau. Also wir haben jetzt gestartet, es sind die ersten 6 Gesichter, die in der Jury sitzen werden. Das sind auch alles BR-Menschen. Ziel ist das, bis zum Ende des Einsendeschluss möchten wir diese Jury aufpumpen auf mindestens 50 Leute, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Das heißt, da werden Menschen dabei sein aus Verlagshäusern, da werden Menschen dabei sein vielleicht von anderen Radiosendern aus der ARD, da werden
Journalisten aus Print dabei sein und ganz wichtig für uns, es sollen auch Menschen aus der Podcast-Szene dabei sein. Also daher der herzliche Aufruf und die Einladung, uns anzusprechen, wenn ihr tatsächlich Bock habt, in diesem Bewertungsprozess dabei zu sein. Also uns ist es wichtig, genau das, wie es sonst gerne läuft, hinter verschlossener Tür, sich zusammenzuhocken und dann irgendwie rumzuschieben, das möchten wir nicht machen, sondern wir brauchen tatsächlich euch und die Community, um das auch tatsächlich am Ende zu einem authentischen Projekt zu machen, wo wir sagen können, das ist eine pluralistische, gerechte Entscheidung. Das war uns bei der Sache ganz, ganz wichtig. Genau, also soweit zu der Landingpage, die jetzt hier soweit fertig geworden ist. Ein Wort zum Verfahren. Genau, ein Sendeschluss ist 31.12. Zu dem Zeitpunkt wird die Jury zusammengestellt sein. Die Konzepte liegen im Backend der Seite und die Jury wird dann in einem dynamischen Prozess per Login randomized die Konzepte bekommen, lesen oder anhören und entsprechend nach bestimmten Kategorien bewerten können. Dann werden wir ungefähr Mitte Januar entschieden haben, eben per Crowdvoting, welche Konzepte am vielversprechendsten sind. Und die bekommen von uns dann ein Budget zur Produktion einer Pilotfolge. Genau, das ist der erste Schritt. Die Piloten kommen dann rein und werden auf Call for Podcast wiederum veröffentlicht. Und dann geht die Jury nochmal in eine zweite Runde. Da werden dann nochmal 3 Gewinner am Ende rausspringen. Die kriegen Preisgeld und schlussendlich ein Angebot vom BR zur Produktion einer Staffel. Wir können natürlich jetzt noch nicht absehen, was das für Formate sind. Wir wissen nicht, was bedeutet Staffel. Je nach Konzept kann das, ne, kann alles sein. Deswegen gibt es da jetzt kein fixes Preisgeld am Ende, sondern das ist im Endeffekt eine Verhandlungssache mit dem Schöpfer des Podcast-Konzepts. Im Grunde genommen gibt es am Ende, wenn man es jetzt mal so sehen mag, für die Gewinner ein Angebot, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das zeigt auch, wie verrückt das schon auch für uns ist, diese Kette mal umzudrehen. Und hinterher überlegen wir uns dann, in welche Sendung passt denn dieses Format? Das heißt, wir sind wirklich komplett offen. Wir haben keine Festlegung. Ist es Bayern 2? Bieten wir es vielleicht auch in der ARD oder dem Deutschlandradio an? Sondern wir überlegen uns wirklich hinterher mit den guten Formaten, wo strahlen wir sie noch aus? Das ist für uns der wichtige Punkt. Eine Sache noch, die ihr dann vermutlich mitkriegen werdet. Der Rundfunkstaatsvertrag verbietet uns, das hier auf der Seite zu kommunizieren oder ein Logo zu platzieren. Wir haben bei der Aktion einen starken Distributionspartner und der heißt Spotify. Wir haben uns dazu entschlossen, einen Partner zu suchen, weil wir wissen, dass der BR tatsächlich, was die digitale Reichweite angeht, ein Raunen geht durch den Saal. Ich glaube, wir können gleich noch ein paar spannende Fragen stellen. Also dazu 2 Worte. Das ist für uns in der Form auch das erste Mal. Es gibt Menschen in der ARD, die Spotify für die Ausgeburt des Bösen halten, seit Jan Böhmermann nicht mehr beim RBB ist, sondern eben zu Spotify gewechselt ist. Wir versuchen da eine neutralere Haltung einzunehmen und uns nicht zu verschließen und uns nicht Drittplattformen gegenüber zu sperren, weil wir wissen im Endeffekt, es wird nicht ohne sie gehen. Ja, wir werden unsere Inhalte und unseren Content niemals so breit an den Mann bringen können, wie wir das gerne möchten, wenn wir diese Kooperation nicht eingehen. Und kannst du dazu eine Haltung
weitergeben. Das ist alles richtig. Der Hörfunkdirektion. Alles richtig, was du gesagt hast. Ich bin gespannt auf das Raunen und ja, auf die Fragen. Nee, ist alles gesagt. Es ist alles drin. Der Rahmen ist klar und wir freuen uns total auf diesen Wettbewerb. Wir sind ehrlich gespannt auf das, was da kommt. Und sind auch gespannt, wie das Verfahren läuft, ob das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, wir haben alles getan, um das so offen wie möglich zu gestalten. Und wir haben alles getan, um auch mal zu zeigen, das finde ich auch wichtig, dass wir auch da offen sind und erkannt haben, wohin die Reise bei dem Thema geht. So, wer hat geraunt, wer hat Bock, eine Frage zu stellen? Ja? Beziehungsweise wir müssen wohl runter von der Bühne. Also eine kurze Frage würde ich doch wirklich stellen wollen, auch ein bisschen im Rückgriff auf die Keynote, die wir hier am Freitag hatten. Mhm. Ob jetzt also die Öffentlich-Rechtlichen und Rundfunk traditionell sterben muss. Warum legt ihr euch gleich auch noch zum Sterben freiwillig da nieder, indem ihr zu Spotify geht? Kurz die Argumentation dazu. Mhm. Wirklich ganz kurz, weil ich finde, es ist extrem wichtig. Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt Millionen von Downloads. Die hat Spotify nicht für Podcast. Die haben ein paar 10.000. Also dann passt das gar nicht zusammen. Ja? Die haben keine Ahnung von Podcasts. Spotify versteht nicht, was ein Podcast ist. Warum geht ihr nicht als ARD, nicht als Bayerischer Rundfunk, sondern als ARD hin und baut die öffentlich-rechtliche Podcast-Plattform? Ja, das ist in der es Theorie. Ist nicht so schwierig. Das ist in der Wir sitzen auch für Leute, die wissen, wie es geht. Das ist sicherlich nicht schwierig zu bauen, ganz bestimmt nicht. Das ist sicherlich eher eine Frage der Politik. Und es ist in der ARD noch nie einfach gewesen, gemeinsame Standards zu finden. Insofern ist das nicht so leicht. Es ist in der Theorie ist es sehr leicht, aber in der Praxis überhaupt nicht. Magst du was dazu sagen? Ja, ganz kurz, ich merke, wir haben Druck gerne gleich mehr, aber mit einem Satz, die ARD als Sender gibt es nicht. Die ARD ist eine Zusammenkunft von mehreren Landesrundfunkanstalten und wie Verena gesagt hat, nicht ganz so einfach eine gemeinsame Linie zu finden. Die Idee ist gut und warum wir das mit Spotify machen oder mit Plattformen machen, hat einen ganz einfachen strategischen Grund. Die ARD in dem Fall und der BR vielleicht im Besonderen sogar hat erkannt, dass es ohne Distribution, ohne Strategie nicht geht und vor allen Dingen nicht mehr geht, ohne mal zu kapieren, wo die Zielgruppen sich aufhalten. Wir müssen Plattformen erschließen und auf Plattformen präsent sein, auf denen viele große Teile unserer Zielgruppen sind. Das sind vor allem junge Leute, das sind vor allem sind bestimmte Leute. Und wenn man das nicht erkennt und versucht, das nur zu bewahren, was man hat, wir müssen distribuieren. Wir müssen da strategisch vorgehen und deswegen Drittplattform. Sollen wir das Gespräch... Die beiden stehen noch ein bisschen richtig für Fragen und Antworten zur Verfügung. Also Verena hatte versprochen, heute den Tag hier zu sein. Ihr könnt nicht den ganzen Tag, aber vielleicht noch so 2 Stunden. Wir können super gerne draußen weiterquatschen. Und Jury sammeln. Ein bisschen uns beraten und eure Fragen auch zu diesem Deal mit Spotify ganz offen besprechen, weil... es scheint einen Nerv zu treffen. Ja, und offen ist ein schönes Stichwort dafür, weil wir stehen hier ja eher für Offenheit und nicht geschlossene Plattformen. Genau. Deswegen. Wir sprechen nicht von Exklusivität. Also falls sich irgendjemand denkt, wir machen das und dann schieben wir den Inhalt zu Spotify, wo er dann eingeschlossen ist. Bitte? Lass uns das bitte wirklich mit Blick auf den Sprech Rest der draußen. Referenten, wir haben hier schon ein bisschen überzogen, draußen diskutieren. Ja. Und ich glaube, es wird sich auch hier gleich ein spannender Vortrag anschließen, der perfekt zu diesem Thema passt und wo Dirk sich mit seiner Präsentation nicht nur der aktuellen politischen Situation anschließt. Aber dazu wirst du, glaube ich, gleich... Also erstmal vielen Dank an euch beide. Ja, alles klar.